Also, mein Name ist Christina Buchheim, ich komme aus Sachsen-Anhalt und ich bin eine neue Abgeordnete und habe zugleich den Vorsitz des Petitionsausschusses übertragen bekommen. Und ich muss mal sagen, ich bin begeistert von dem Konzept in Bayern, denn meine Erfahrung war die, dass der Petitionsausschuss der Ausschuss ist, der unwahrscheinlich viel Arbeit macht. Also wir in Sachsen-Anhalt tagen alle 14 Tage, momentan so zwischen 10 und 16 Uhr. Und wir haben je Petition einen Zeitrahmen von 3 Minuten in der Regel angesetzt. Das reicht natürlich nicht immer aus. Und so meine erste Erfahrung war, keiner wollte Petition machen. Ja, das ist dem geschuldet. Und wenn man dann im Grunde genommen merkt, welche Möglichkeiten man dort auch nur hat, ne, und dann die Petition dem Ausschuss übermittelt zur Stellungnahme oder zur Kenntnisnahme und die Weiterführung der Petition in den Fachausschüssen mal im Auge behält, dann muss ich sagen, da hat sich bei mir sehr schnell Ernüchterung breit gemacht. Das wird dann unter Sonstiges zur Kenntnis genommen, die Petition. Also ich mag da wirklich behaupten, dass manch einer nicht mal die Petition gelesen hat. Und dann ist das Thema im Fachausschuss abgehakt. Und ich denke, da ist wirklich die richtige Variante, auf die Fachausschüsse dann die Arbeit auch zu verteilen und damit auch zu gewährleisten, dass die Petenten da auch richtig angehört werden in den Fachausschüssen und die Petition dort auch wirken kann. Dann muss ich sagen, ist meine Erfahrung, wir haben die Sitzung seit Juni, dass viele Petenten ja im Grunde genommen den Bescheid erhalten und dann kommt sofort ein Beschwerdeschreiben, die sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja, sie fühlen sich nicht verstanden, sie sind der Meinung, wir haben ihr Anliegen nicht richtig gelesen und vor dem Hintergrund fände ich das wirklich besser, den Petenten am Verfahren zu beteiligen, ihnen zumindest die Möglichkeit einzuräumen, dort an dem Ausschuss, an der Sitzung teilzunehmen, dass er dann im Grunde genommen auch die Abwägung zwischen den Abgeordneten hautnah erleben kann. Denn das kann man einfach in so einem Bescheid so nicht rüberbringen. Ja. Und bei uns ist das mittlerweile so, also ich mag schon behaupten, dass so jeder vierte Bescheid dann nochmal von den Petenten aufgegriffen wird, dass sie sich einfach nicht verstanden fühlen. Und das gipfelte jetzt sogar so weit, dass eine Petition gegen mich als Ausschussvorsitzende eingereicht wurde, weil die Petenten einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Mhm. Und man kriegt dann tatsächlich Schreiben, sie werden von Steuergeld bezahlt und sie haben dann auch meinem Anliegen Rechnung zu tragen. Ne? Genau. Wer bezahlt? Ne? Naja. Und vor dem Hintergrund fände ich einfach die Neuorganisation, so wie das jetzt in Bayern ja über viele Jahrzehnte, muss man ja dann sagen, erfolgreich abläuft, fände ich wirklich von Vorteil. Nicht.